Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast. Ich habe gerade gar keinen blassen Schimmer, welche Folge das ist. Ich glaube, die 24, aber das steht ja dann darunter, wisst ihr ja. Ich bin Jenny, bin 25, wohne in der Nähe von Hildesheim, auf dem Dorf und erzähle so ein bisschen darüber, was ich gehäkelt habe, gestrickt habe und was ich eingekauft habe, aber nur noch dieses Jahr. Nächstes Jahr darf ich ja nicht mehr. Haben wir ja abgemacht. Ja, und ich habe ein Kleingewerbe, Häkeln und Stricken, verkaufte Anleitungen. Halt nicht wahnsinnig viele, aber es macht mir Spaß, mache ich nebenbei. Und da muss ich dann nächstes Jahr sehen, wie es weitergeht. Ja, ich möchte euch jetzt erstmal zeigen, was ich so fertig gekriegt habe. Beziehungsweise eigentlich habe ich nicht wirklich was fertig gekriegt. Aber ich habe ein bisschen was gewerkelt und das möchte ich euch erstmal zeigen. Dann möchte ich euch die Einkäufe zeigen. Und da ist auch einiges liegen geblieben, was ich einfach vergessen habe, euch zu zeigen, weil in diesem Umzugschaos hier immer noch einiges noch ich wiederentdeckt habe, was ich euch noch gar nicht gezeigt habe. Ja, und dann am Ende noch so ein bisschen Privatkrams. Ja, also ich habe diese Woche nichts wirklich fertig. Ich habe einen Socken fertig. Den hatte ich beim letzten Mal, also vor 2 Wochen, noch gar nicht angefangen. Also es ist doch etwas Halbes fertig sozusagen. Ja, und zwar machen wir ja in meiner Sockenwichteln-Gruppe auf Facebook ein Neujahrswichteln mit dicker Wolle, also sechsfach oder achtfach, wenn man eben, was man lieber strickt oder was man halt mal ausprobieren möchte. Dann macht ja auch die Steffi von Devilly Crochet mit. Und ja, einen Socken habe ich schon fertig und ich würde ihn am liebsten behalten. Er hat doch genau meine Größe. Aber ich glaube, ich habe genug Wolle, um ihn nochmal zu stricken. Ja, das ist der erste. Man will halt auch schön. Hier oben hat er nicht gewildert, weil ich Hebemaschen gestrickt habe. Und die Hebemaschen habe ich, das ist eigentlich ein ganz einfaches Muster, das kann ich euch direkt so mal zeigen. Also ich habe alle 6 Maschen eine Hebemasche gemacht und die habe ich über 4, also es sind immer 3 Reihen abheben und bei der 4. stricken. Und das habe ich eben hier 4-mal gemacht und dann habe ich hier glatt rechts weiter gestrickt. Da sind es 5 Wiederholungen, da 6 und da 7. Und das sieht dann halt so ein bisschen aus wie so ein, ja, so Eiszapfen oder ein Wasserfall oder irgendwas, was halt so asymmetrisch ist. Und wenn man sie natürlich eben querlegt, dann sind die anders verteilt, die Hebemaschen. Die wirken, finde ich, bei bunter Wolle immer super. Kommt aber darauf an, bei manchen wirkt es eben auch gar nicht, weil es dann zu wild ist oder so. Aber diese Farben, finde ich, sind sehr harmonisch und da passt das gut. Das ist eine Größe 41, deswegen passen sie mir eben auch. Aber das Knäuel, das ist riesig. Also da ist jetzt schon der eine raus und der zweite ist schon angefangen. Und ich glaube, da ist auch genug da, dass ich mir selber nochmal welche mache. Und wenn ich mir vielleicht noch Sneaker draus mache, das muss ich eben berechnen am Ende, wie viel das wiegt, habe ich jetzt noch nicht. Und ob ich noch ein paar für mich rauskriege. Die sind jetzt von der Fußlänge für mich 1 Zentimeter zu lang, aber mein Gott, das wäre jetzt ja auch nicht so wild. Aber nein, die gehen weg, das ist schon verplant. Ja, der zweite, der ist noch am Bündchen. Da habe ich noch nicht viel geschafft. Ich bin ja so ein Lockerstricker und stricke, das ist jetzt achtfach Wolle mit einer Stärke 3,0, weil ich eben eine Vierfach mit 2,0 stricke, eine Sechsfach mit 2,5 und die Achtfach dann mit 3,0. Das wird auch kein Brett. Also manche, auf Facebook hat mir das neulich, dass jemand gesagt hat, also wenn du das unter 3, also wenn du mit 3,0 strickst, dann wird das viel zu fest, dann wird das total das Brett. Und da habe ich gesagt, nein. Es kommt darauf an, wie man strickt. Wenn man normal strickt, dann ist vielleicht eine 3,5 gut. Wenn man sehr fest strickt, dann eben vielleicht sogar noch größer, eine 4. Aber ich stricke eben sehr locker und dann bin ich mit einer 3,0 bei 8-fach super dabei. Also ihr habt ja gesehen, die Socke. Das ist jetzt ein 1 rechts, 1 links Bündchen und das ist dehnbar. Also das ist kein Brett. Die sind schön fest, müssen sie ja auch sein, aber damit sie eben nicht ausleiern, aber nicht zu fest.
Ja, und ich stricke die auf dem Adi Crazy Trio eben in 3,0. Das hatte ich auch schon mal zum Ausprobieren. Also das hatte ich als erstes ausprobiert, dieses in der Stärke. Und in der Stärke lässt es sich super verarbeiten. Die dünnen habe ich noch nie ausprobiert. Da habe ich einfach nicht die Zeit so gefunden. Aber in der Stärke lässt es sich sehr gut stricken. Und das Schöne ist halt echt, dass man, also dass einem keine Maschen runterfallen könnten eigentlich durch die Form der Nadeln. Stört auch keine Nadel beim Stricken. Also ich finde sie sehr. Es ist eine gute Erfindung. Die gab es ja von Neko auch schon mal als feste Nadeln, eben aus Plastik. Also so einfach Dreiecke. Das ist, wäre für mich nichts gewesen, weil ich gewusst hätte, dass dieses, was um die Ecke geht, mich stören würde. Ich habe die Neko Zopfnadeln, die sind ja auch so gebogen. Und die nutze ich gerne, weil da eben die Maschen nicht runterrutschen können. Also ich mag diese normalen, diese nur mit diesem kleinen Nups, oder so eine Ausbeulung. Diese Zopfnadeln mag ich nicht gerne, da rutschen mir dann immer, die rutschen mir immer raus. Und das passiert eben mit den Neko nicht. Also da, die kann ich empfehlen, die Neko Zopfnadeln, aber nicht die Neko Stricknadeln. Das ist nichts für mich. Dann halt, wie gesagt, lieber hier die biegsamen. Die kann man eben auch wegbiegen, wenn sie einen gerade nerven. Also die, mit der man gerade nicht strickt, einfach nach hinten biegen. Das geht super. Ja. Und man kann hier einfach die dritte Nadel in das Strickstück reinstecken und dann rutscht da auch nichts runter. Man kann da auch Maschenmarkierer zwischenhängen. Das mache ich manchmal, dass ich eben hier, dann haben wir ja diesen praktischen Seil hier. Und da stecke ich mir jetzt einfach, ich brauche dann nachher für meine Ferse zwei Maschenmarkierer. Die hänge ich mir dann einfach damit drauf und habe ich die immer dabei. Jetzt gerade nicht, weil ich die eben unten noch gestrickt habe und jetzt eben nur schnell hochgegangen bin ins Wollzimmer. Heute ist auch die Beleuchtung nicht so toll. Meine Lampe steht in einem anderen Raum. Ja, hier ist ein bisschen Chaos noch, weil ich umgeräumt habe. Ich glaube, das hatte ich euch erzählt. Ich hatte hier eine so eine Spiegelkommode stehen von einer Bekannten von uns. Die hat mir das sozusagen vererbt. Also die lebt noch, aber ist aus ihrem Haus ausgezogen. Und die Kommode wollen wir auch auf jeden Fall behalten, weil die echt schön ist. Die ist halt auch schon sehr alt. Und ich habe jetzt aber hier, weil ich noch ein bisschen Stauraum für meine Bastelsachen, Nähsachen, Unisachen brauchte, habe ich beschlossen, nochmal solche Ikea-Schränke hinzustellen. Und das habe ich auch gemacht. Ich habe jetzt auf dieser Seite, das seht ihr, naja, ein bisschen am Rand, könnt ihr es eben sehen. Da oben sind meine, also hier oben sind meine Spannmatten. Ja, da habe ich nochmal 2,80 cm Ikea-Regale hingestellt, damit ich jetzt eben auch wirklich einfach alles hier drin untergebracht habe. Hier auf dem Boden ist es noch echt chaotisch, es sind noch einige Kisten auszuräumen. Wie ihr ja wisst, oder wie ich das letzte Mal zumindest erwähnt habe, werde ich ja im Mai Mama und hatte die letzten Wochen und Monate, wie ihr das schon habt erahnen können, eben mit der Übelkeit so viel zu kämpfen. Und da sind viele Umzugskartons noch stehen geblieben, die ich jetzt nach und nach immer aussortieren muss und einräumen muss. Und dementsprechend sieht es hier halt echt noch chaotisch aus. Und das nervt mich selber, aber das ist ja meistens so, die Kinder kommen dann, wann sie wollen und nicht, wann man sie plant. Dann habe ich einen richtig interessanten Bobbel geschickt bekommen, den ich euch jetzt zeigen möchte. Und zwar kommt der Bobbel von Mr. Twister. Das ist eine ganz neue Firma. Ich zeige euch erstmal das Logo. Das habe ich extra aufgehoben. Das war in einem Seidenpapier eingewickelt und das war eben aufgeklebt. Das wollte ich euch unbedingt zeigen und aufheben. Und das ist der Bobbel, den ich bekommen habe. 1000 Meter dreifädig. Und Twister Nummer 13 ist ab jetzt auch dann erhältlich. Und der hat die Besonderheit, im Gegensatz zu den anderen gefachten Garnen, dass die Garne etwas verzwirnt sind. Nicht zu stark. Am Anfang merkt man es irgendwie erst gar nicht, aber mit der Zeit sieht man dann doch, dass die Fäden eingedreht sind. Und man kann damit deutlich gleichmäßiger stricken. Also erstens ist das Strickbild direkt schöner und zweitens hat man gerade, wenn man häkelt, nicht das Problem, dass mal eine Schlaufe übrig bleibt, die man einfach vergessen hat. Beim Stricken ist das jetzt bei mir nicht so stark aufgefallen und den gleichen Effekt könnte ich halt auch erzielen, wenn ich einen normalen Bobbel nehme und ihn weiter wegstelle, weil der sich dann auch so ein bisschen eindreht. Aber das Strickbild, das werde ich euch jetzt zeigen und da seht ihr auch, dass das deutlich gleichmäßiger ist als ein normales gefachtes Garn eben jetzt schon ohne irgendwas zu spannen oder so aussieht. Ja, gestrickt habe ich mit meinen Prüm Ergonomics Rundnadeln in Stärke 4,5. Kassenzettel drin. Diese Packung ist bescheuert. Ich mag es nicht, wenn ich eine Packung habe, die Stricknadel entnehmen will und die Stricknadel nicht rausbekomme, ohne die Packung zu zerstören. Also ich habe das am liebsten, dass sie dann genauso wie vorher auch aussieht und man einfach die Nadeln rausnehmen kann.
Und hier innen drin, das kann ich euch jetzt schlecht zeigen, waren halt zwei Löcher für diese Nadeln und das Seil war unten drunter so aufgewickelt. Ja, wenn man die Nadeln gezogen hat, blieb das Seil drinne hängen. Dann hat man versucht, die Nadel unten so durchzustopfen. Ich blende euch da gleich mal ein Foto zu ein. Man versucht so durchzustopfen, passte aber nicht, weil die nicht weit genug nach unten zu stopfen war, um sie durch das zweite Loch rauszuziehen. Das heißt, man musste die Packung kaputt schneiden innen drinne, um dieses Seil zu befreien. Also das, wer das entwickelt hat, diese Produktverpackung, hat keine Ahnung. Finde ich, also das ist nicht kundenfreundlich, wenn man dann erst noch eine Schere suchen muss oder mit grober Gewalt einfach alles auseinanderreißen muss. Ja, und die sind aus Plastik und dreieckig. Weiß nicht, ob ihr den. Nee, das stellt ja jetzt natürlich nicht scharf. Also die sind wirklich dreieckig, werden halt vorne zur Spitze hin rund und haben dann so eine Verdickung ganz am Ende. Und damit kann man die Maschen schneller lupfen. Also die rutschen halt nicht runter, sondern die bleiben auf dieser Delle hier hängen. Ja, und ein Metallseil. Oh Gott. Das kann man natürlich jetzt auch überhaupt nicht erkennen. Also das ist halt so ein Stahldraht, der mit Kunststoff ummantelt ist. Und das funktioniert super. Also das ist sehr flexibel und hat auch nicht diesen Memory-Effekt, dass das eben so verdreht bleibt, sondern das dreht sich immer schön aus. Ja, und das habe ich bislang gestrickt. Das wird ein Mustertuch. Das ist eine eigene Idee. Also die Anleitung habe ich mir schon als Strickschrift. Kuddelmuddel. Ja, sehr schön. So. Die Anleitung habe ich mir schon als Strickschrift fertig gemacht. Es geht jetzt praktisch immer nur mit diesem Muster hier so seitlich weiter. Und hier wird immer der krausrechte Bereich immer größer. Und irgendwann, wenn der Bobbel dann eben bei Grau angekommen ist, bei der Hälfte, wird dann wieder zurückgestrickt. Also das ist mal nach einem symmetrisches Tuch. Das war jetzt der Gedanke dabei. Das dauert noch natürlich noch ein bisschen, bis die Anleitung fertig ist. Ich habe die letzten Tage auch nicht viel geschafft, weil ich entweder nur bei Ärzten war. Also ich habe nichts irgendwie Schlimmes oder sowas, aber es sind ja doch trotzdem einige Arzttermine, die man dann so abklappern muss. Oder war ich einfach irgendwann kaputt und wollte nicht mehr. Und habe gedacht, nee, jetzt machst du mal Pause. Und das war auch besser so. Also ich war am Montag. Nee, ich war am Montag bei meinen Eltern, weil ich Uni hatte bis um 18 Uhr. Und am Dienstag war ich dann, oder wollte ich dann vormittags, mittags zur Hebamme, die war dann nicht da. Bin dann vorher mit meinem Vater in der Nähe von Göttingen noch unterwegs gewesen. Hab dann nachmittags meinen besten Freund in der Stadt getroffen und bin abends nach Hause und ich war vollkommen K.O. Also ich habe böses Zeug geredet und so. Und merke, dass das jetzt langsam schon zu viel wird, obwohl das ja nun eigentlich nichts Anstrengendes war. Ein bisschen durch die Gegend laufen und keine Ahnung, ein bisschen Auto fahren. Aber okay, dann merke ich eben, ich muss einen Gang zurückschalten und das mache ich dann jetzt auch einfach. Das ist ja nicht wetterwild. Ich habe ja die Möglichkeit, ich habe nur einmal in der Woche Uni und wenn das Kleingewerbe jetzt eben ein bisschen hinterher schleift, dann ist es so. Kann ich jetzt nicht ändern. Ich habe ja auch noch einige Anleitungen, die ich mit Partnern zusammen machen möchte. Aber ich schaffe es halt eben nicht so schnell, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber wie gesagt, war ja alles irgendwie so auch nicht geplant. Und ja, klappt schon irgendwie, dauert eben. Ja, und dann habe ich noch was Drittes angefangen. Das hatte ich schon mal angefangen. Kurz nachdem ich das Video letztes Mal gemacht habe, den Montag drauf oder irgendwie sowas in dem Dreh, habe ich das angefangen. In der Uni. Und ich konnte nicht bis 192 zählen, offensichtlich. Oder ich habe richtig gezählt und mich einfach verstrickt. Das kann auch sein. Also ich hatte auf einmal einen Mustersatz von 8 Maschen, wo sie eigentlich 12 sein müssten. Und am Ende hatte ich irgendwie ganz viele Maschen über. Das war ganz merkwürdig. Und dann musste ich es nochmal aufribbeln. Und ihr werdet gleich sehen, was. Und dann macht das auch keinen Spaß, das zu ribbeln. Ich habe es auch erst nach ein paar Reihen gemerkt, eigentlich als die ersten Verkreuzungen dann kamen. Und zwar stricke ich gerade nach einer Anleitung aus einer Anna ein Brioche Loop oder Kaul besser gerade. Ich habe jetzt eine kleinere Maschenzahl, das wird dann eher so ein Kaul. Das ist die Rückseite. Ich glaube, die Farben hatte ich euch auch schon gezeigt. Die habe ich bei der Dana in Friedrichsroda gekauft, vom Oranienburger Wollfärbedo. Und das ist die Seite, wo eben braun rauskommt. Und die Seite kommt natürlich deutlich besser raus. Das Garn ist erstaunlicherweise gleich dick, aber das Braun sieht irgendwie dünner aus. Und ich werde das halt dann wahrscheinlich diese Seite hauptsächlich außen dann tragen, wenn es dann irgendwann mal fertig ist. Ja, das ist aus der Anna aus dem September, glaube ich.
Müsste online noch erhältlich sein. Ja, das sind die beiden Farben. Und das Garn ist von, wenn ihr das jetzt lesen könnt, oh, scharf. Das ist die Lifestyle von Atelier Zitronen. Das sind 100% Merino, 310 Meter. Also da lange ich Masse mit hin. Also ich werde es wahrscheinlich nicht komplett verbrauchen, aber macht ja nichts. Dann nimmt man das eben nochmal für was anderes. Ja, achso, das stricke ich auf mein hier, Sharp Interchangeable Needles. Also den spitzen, austauschbaren Nadeln. In Stärke 3,25. Ich stricke ziemlich locker, das habt ihr ja schon gemerkt. Die sind drehbar. Also ich drehe gerade nicht das Gewinde auf, sondern ich drehe hier hinten am Seil. Das finde ich ganz schön. Dann kann sich das eben auch nicht vertüddeln. Gerade wenn man eh schon nie so viele Umschläge und sowas hat und dann noch ein verdrehtes Seil, macht das echt keinen Spaß. Ja, den stricke ich sehr gerne, auch in den anderen Stärken. Also da habe ich ja das normale Set von, also für solche Projekte eben. Die stärkere Nadeln bis 5, irgendwas. Und dann habe ich davon ja auch mal das Sockenset. Das sind dann die Nadeln ab Stärke 2 bis entweder 2,75 oder 3. Ich weiß es gerade gar nicht genau. Und da sind auch dünne Seile bei. Man kann auch die dünnen Seile mit den großen Nadeln verbinden, braucht man aber einen Adapter, den ich auch habe. Der ist in dem Set mit drin. Ja, die Seile sind halt nochmal dünner als die blauen. Die sind dann rosa und machen aber auch das, was sie sollen. Also zwei Socken auf einer Nadel damit stricken geht super. Ich habe Kindersocken gestrickt, also schon etwas größere. Und da habe ich einen Nachmittag für ein paar gebraucht. Also das ging flott. Ich habe eigentlich permanent durchgestrickt. Also mit Pausen und halt, weiß nicht, was ich da gemacht habe nebenbei. Ist auch schon eine Weile her. Ja, und dann habe ich noch was gemacht. Was süßes, kleines. Und zwar war ich letzte Woche beim Nephrologen, also beim Nierenarzt in Hannover-Schmünden. Das ist ja in der Nähe von meiner eigentlichen Heimat. Und wegen dem Baby, weil meine Nieren sind verdreht und dadurch sind die Harnleiter so auch viel verzwirnt sozusagen, also auch eingedreht. Und das weiß ich halt eben schon seit 2 Jahren. Und da muss ich immer regelmäßig dann halt zur Kontrolle hin und gerade in der Schwangerschaft sowieso, dass man eben guckt, dass die Nieren gleich groß bleiben und dass ich keinen Nierenstau entwickle. Und deswegen kann es halt auch sein, dass ich vielleicht nicht, also mein Termin ist Mitte Mai, mein Entbindungstermin, und es kann sein, dass das Baby dann vorher geholt wird. Aber ist okay. Also, weil dann hat man meistens die schlimmste Phase gar nicht erst vor sich. Das wäre dann auch nicht so schlimm. Könnte ich auch mitleben. Aber mal sehen, wie sich das eben ergibt. Ja. Und dann war ich eben in Münden und wollte dann noch schnell beim Wollladen dort vorbei. Die haben immer ganz interessante Auswahl. Und ich habe Wolle für meinen Bruder gesucht und habe gedacht, da gucke ich mal, ob ich da was finde. Habe ich auch. Aber dann habe ich noch was gefunden. Erstmal zeige ich euch das Angefangene, was ich schon, ja, schon gestartet habe und dann halt, was ich noch da noch gekauft habe. Das muss unten in meiner Kiste sein. Muss ich gleich mal suchen. Ja. Und zwar habe ich so eine kleine Weihnachtskarte gekauft und ich fand die so süß. Ich musste die mitnehmen. Das ist ein Baby-Weihnachtsmann, der ein Babypferd streichelt. Ich glaube, diese Karte werde ich gar nicht verschenken. Die werde ich einfach behalten, weil ich sie so niedlich finde. Ja, die ist so göttlich süß. Und da konnte ich nicht liegen lassen, das musste ich einfach mitnehmen. Ja, und soweit bin ich jetzt. Also ich habe erst, ist das jetzt richtig rum? Ja. Ich habe erst den Schnee sozusagen fertig. Und jetzt mache ich mit dem Weihnachtsmann weiter. Ja, und den finde ich so süß. Das musste mit. Kostete jetzt 3 Euro, mein Gott. Man bezahlt schon für eine normale Weihnachtskarte den Preis und ich denke, dann kann man für so eine schöne Karte, die dann eben auch noch was hermacht und total niedlich ist, auch mal nochmal vielleicht ein bisschen mehr, 50 Cent mehr bezahlen oder so. So. Alles wieder einpacken, damit ich nichts verliere. Das wäre ja der Supergau. So, das kommt wieder in meine Projektetasche, die wir irgendwann als Kinder, ich und mein Bruder, keine Ahnung, irgendwer mal selber gemacht hat mit Blättern und Fingermalfarbe. Und dann muss ich kurz gucken, wo das andere ist. Ja. Und zwar haben wir im Wohnzimmer einen sehr, sehr schönen dunklen Tisch. Und also so ein ganz dunkles Holz. Ich weiß nicht, was das ist. Nussbaum? Nee, keine Ahnung. Also auf jeden Fall sehr dunkel. Und ich habe mal nach einer schönen Tischdecke dafür geschaut. Und irgendwie haben wir keine fertige, die da gut so passt. Und dann habe ich eine hier gefunden, die ich
dann einfach mal kaufen musste. Und zwar ist das diese Decke. Das sind halt so Rosenranken in so braunen Gelbtönen. Das sind die Farben hier. Ich finde, also eigentlich wären das jetzt Herbstfarben, aber dadurch, dass es Rosen sind, ist es eigentlich ganzjährig machbar. Ist eben vorgezeichnet. Das ist aber in dem Fall ja gar nicht verkehrt. Und die kostete 6 Euro. Also für eine fertige Decke zahle ich deutlich mehr. Fand ich okay. Und dann habe ich noch was mitgenommen, eben die Wolle, von der ich euch gerade erzählt habe. Ich habe hier eine Postkarte. Masche auf mein Haupt. Also ich habe noch mehr, aber ich habe die anderen irgendwo anders liegen. Die habe ich, waren, hingen noch in meiner alten Wohnung an der Wand. Die habe ich jetzt erst da abgepuppelt. Das ist so mit so Pattafix festgeklebt. Das wollte mein Bruder nicht machen, weil er irgendwie es geschafft hat, immer die Tapete abzureißen. Ja, davon hatte ich so ganz viele Karten hängen. Wenn sie mir gleich über den Weg laufen, kann ich euch noch eine lustige zeigen, aber ich glaube, die sind anderswo. Ja, und dann habe ich noch 2 Knäuel Wolle gekauft. Also ich wusste nicht, ob eins reicht, deswegen vorsichtshalber 2. Das ist von Langjans, die Jawoll Superwash, also eine Sockenwolle. Eine ganz normale. Ist aber schön weich vom Anfassen her. 50 Gramm halt jeweils, 210 Meter. Und das ist ein meliertes Grau. Und das kommt auch sehr gut raus gerade. Also das ist kein reines Schwarz oder sowas, sondern es ist ein sehr dunkles Grau, aber eben meliert. Mein Bruder möchte Handstulpen haben, das hatte ich euch, glaube ich, beim letzten Mal schon erzählt, als ich die Mütze von meinem Freund gezeigt habe. Und diese Farbe wird es dann werden. Habe ich auch noch nicht angefangen, sollte jetzt aber auch zeitnah mal passieren. Dann kriege ich ja die nämlich noch zu Weihnachten. Aber so ein paar Handstulpen, das geht ja relativ fix. Das habe ich euch gezeigt. Ja. Achso, dann zeige ich euch jetzt als erstes eine Gerät, weil das wird sonst gleich unter Sachen begraben. Und zwar fand ich das total cool. Ich habe mir so ein Ultraschallgerät gekauft. Das ist jetzt wirklich nur kurz, wenn es nicht interessiert, einfach ignorieren. Damit können wir den Her das Herzton, den Herzton vom Baby anhören. War ein bisschen friemlich, den zu finden, aber jetzt haben wir ihn gefunden. Und man kann halt sich die Frequenz auch gleich, also den Puls gleich anzeigen lassen. Und das ist halt für uns so eine, nicht so eine Absicherung, aber wenn man einmal die Woche einfach mal hinhört und merkt, dass es dem Kleinen dann scheinbar gut geht, dann tut das ja auch der Mama und dem Papa gut. Ja, das nur kurz dazwischen, weil da gleich, ich lege da gleich Sachen drauf und dann denke ich nicht mehr dran. Dann ist meine Simply Stricken angekommen. Ich habe mich ja bei der letzten Ausgabe so aufgeregt, dass sie scheiße ist, ne? Die letzte Ausgabe fand ich wirklich nicht gut. Da hatte ich sie kündigen wollen, habe es dann vergessen, aber man kann immer zur nächsten Ausgabe kündigen. Ich trinke heute nur Milch. Nichts Besonderes. Und diesmal kam ein richtig, richtig tolles Heft. Ich war begeistert. Fair Isle. Und zwar nicht nur ein Modell Fair Isle, sondern mehrere. Dann hier so ein kleines Sonderheft-Kuschelstrick. Also das sind halt so, ja, so ein paar kleine lustige Ideen drin. Jetzt möchte ich euch einen Pulli zeigen, den ich richtig klasse finde. Das Muster kommt mir auch bekannt vor. Das hat Maria von Nadelstärke 3,5 so ähnlich in ihrem aktuellen Pulli gezeigt. Aber nur so ähnlich. Also ist nicht dasselbe. Aber vielleicht erkennt ihr das ja wieder, wenn ihr das sieht. Und zwar ist das Modell dieses hier. Den finde ich richtig, richtig toll. Da müsste ich echt in meinem Vorrat mal stöbern, ob ich da genug für habe. Natürlich nicht für dieses Jahr. Würde ich eh nicht mehr reinfassen. Aber das ist auf jeden Fall so ein Modell. Da sollte man, das sollte man mal aufheben. Bin mal gespannt, wann mich die Bauarbeiter entdecken, die gegenüber die Scheune reparieren. Die sind nämlich gerade auf dem Dach und bringen neue Abflussrinnen an. Und ich habe hier Licht an, also sitze hier wie auf dem Präsentierteller. Ja, also wenn ich rüberwinke, dann wisst ihr warum. Und dann war da noch was bei und das fand ich auch richtig cool. Socken. Ein Sockenkalender, Simply Stricken 2018. Also den kann ich an die Wand hängen dann. Schön so ein Wandhängenkalender. Ich jetzt mal. Ist eigentlich alles schön mit der Lösung. Machen wir doch mal das jetzt hier. Für den April. Und diese Sockenanleitungen, die in dem Kalender drin sind, sind alle auch in dem Heft drin. Das finde ich ja richtig toll. Also dieses Muster findet man in dem aktuellen Heft eben auch. Und also 12 Seiten, 12 Anleitungen. Ach, hier sind sie auch nochmal alle drauf.
Und ich finde, alleine dieser Kalender lohnt sich schon. Also die Anleitung in dem Heft dementsprechend zum Kalender. Also dieses Heft, definitiv eine Empfehlung von mir. Da haben sie sich wirklich im Verhältnis zum letzten Mal um Welten gesteigert, finde ich. Ja, mal gucken, ob ich es dann kündige, aber ich denke schon, weil ich so viele Abos und so habe, irgendwann ist es nochmal gut. Ja, dann habe ich ein Paket bekommen als Dankeschön. Ich brauche eine Schere, weil eingepackt könnt ihr das immer so schlecht sehen. Und zwar habe ich ja mit der lieben Monika von Momas Wollwelt zusammen eine Anleitung entwickelt, die Drachenwiese, die Bolle heißt ja auch so, die gibt es auch immer noch bei ihr. Das ist ein so eine Art dunkler Regenbogenverlauf. Und ja, sie hat da sehr, sehr viele Bestellungen für gekriegt. Sie durfte ja meine Anleitung verwenden und dann hat sie mir ein kleines Dankeschön zukommen lassen. Ich durfte mir was aussuchen. Das habe ich auch gemacht. Dann haben wir einmal diesen Verlauf. Der ist richtig, richtig cool. Ich hatte immer so eine Phase, wo ich kein Grün mochte, aber das ist nochmal eine richtig klasse Farbe, oder? Hier nochmal sieht man diesen helleren Grünton nochmal besser. Irgendwie sehr überbelichtet heute, aber es ist draußen so düster, als ob es nachts wäre. Ey. Nicht schön. Dann diesen. Achso, Namen sollte ich euch vielleicht noch nennen. Lieblingsort heißt der. Lieblingsort dreifach 1000 Meter. Sie wickelt sehr fest, deswegen sieht er klein aus. Dann einmal das Summer Herbstleuchten in vierfach. Das müssten 750 Meter sein, genau. Was ist mit so einem. Ist es Lurex oder ist es. Ist Lurex. Hätte auch Kupo sein können, aber dann ist es Lurex. Lurex-Faden in Gold oder Kupfer. Bei dem Licht ist das gerade nicht so eindeutig. Der hat halt so ein schöner, sanfter, so Pfirsich-Melba-mäßig ein bisschen. Ne? Finde ich auch richtig schön. Und das dritte ist eigentlich das coolste davon. Das ist vierfach. Ich hatte sie nicht angekreuzt, deswegen muss ich gerade überlegen. Das Set Good Vibrations. Das sind 500 Meter Regenwald, heißt die Farbe scheinbar. Und noch 200 Meter Uni. Und die 200 Meter Uni sind gleich außen dran gewickelt. Wer das Tuch kennt, das ist so ein ähnliches wie von Martina Bim, ich glaube das Lentilla, nur eben symmetrisch. Und man hat dann immer zwischendurch Reihen mit einer Kontrastfarbe. Und das ist eben diese äußere 200 Meter Uni-Farbe. Und dann kann man praktisch von innen das Tuch hauptsächlich stricken. Und sobald man dann wieder in so ein Kontrastfarbenteil kommt, nimmt man eben wieder diese Farbe und kann die dann wieder abschneiden. Und das finde ich ganz praktisch, dass sie das gleich darauf gewickelt hat, weil so ein kleiner Bobbel ist ja meistens nicht sehr fest. Also, das ist auf jeden Fall eine richtig coole Idee. Und bei dem bin ich mir aber noch nicht sicher, ob ich ihn selber behalte. Ich finde ihn richtig schön. Aber ich weiß auch, dass meine Mutter ihn richtig schön findet. Und wenn ich ihr die Anleitung dazu mit ausdrucke, also ist ja eben gratis verfügbar, ob ich ihr sie dann ausdrucke gebe oder ob sie sich selber ausdruckt, ist ja dann egal. Das wäre vielleicht noch was zu Weihnachten. Zum Shalom-Cardigan, den wollte ich eigentlich für sie zu Weihnachten stricken, der ist viel zu eng geworden. Das war, also, was heißt zu eng? Er hätte wahrscheinlich gepasst, aber es war irgendwie zu fest und unförmig und nicht schön. Nee, den habe ich dann wieder aufgemacht. War nicht so ganz mein Fall. Und ich sehe gerade, ich hatte aus der Kiste von Monika schon ein paar Süßigkeiten rausgeschnappt, so für die Uni, dass ich zwischendurch mal was zum Snacken habe, sozusagen. Und ich sehe, ich habe was vergessen. Also ich habe jetzt noch, also Tee war da eh drin, den kann man ja schlecht unterwegs snacken. Und dann Bonbon und Haribo war noch drin. Habe ich gar nicht gesehen. Ja, ich zeige euch nochmal den Zettel von ihr. Da, Mamas Wollbild. Dann habe ich die Kiste sozusagen auch abgearbeitet. Aber das war noch nicht alles. Wir sind jetzt bei 28,5 Minuten. Ich zeige euch noch kurz zwei und dann zwei Sachen und dann muss ich erstmal umschalten, weil das ja sonst von alleine wieder springt. Ja, ich war vor ein paar Wochen bei uns beim Ramschladen. Das ist ein Thomas Philips. Was gibt es bei uns hier irgendwie? Gibt es auch in Göttingen. Gibt ja verschiedene Läden in der Art. Und die hatten Sockenwolle runtergesetzt. Ich habe sie noch nicht ausgepackt. Ich kann nicht zur Qualität sagen, weil die eben auch in der Kiste lagen. Die habe ich jetzt erst wiedergefunden.
Aber ich musste davon zwei Packungen mitnehmen, weil die nicht sehr teuer waren. Also das ist eine Packung. Und das ist die andere Packung. Und da kosteten 200 Gramm, also 4 Knäuel jeweils, 1,99. Und für den Preis habe ich gesagt, kann ich sie mitnehmen. Und wenn ich sie nachher für Bommel nutze oder irgendwas, und was, wenn man sie eben entsorgt, weil sie eben nicht brauchbar ist, dann wäre es halt auch so. Aber ich fand die ganz schön und für den Preis kann man da wirklich nichts sagen. So. Jetzt sehe ich ganz merkwürdig aus. Das Licht ein bisschen weiter runter. Also jetzt auf jeden Fall. Ja, meine Kamera hat gerade beschlossen, mein Tablet hat gerade beschlossen, dass es mich jetzt noch mehr überbelichten muss. Yay, auf jeden Fall sieht es jetzt hell aus. Es ist draußen noch genauso dunkel wie vor wenigen Sekunden auch. Verstehe ich nicht, egal. Ein Buch hat mein Vater mir bestellt, das habe ich aber noch nicht ausgepackt. Ich habe auch noch nicht reingeguckt. Ich zeige es mir einmal kurz. Der hatte irgendwie irgendwo bestellt und hat das Buch gesehen und hat gesagt, das muss ich mitbestellen. Das große Landfrauen-Strickbuch. Allein der Pullover ist ja schon mal gut aus und die Mütze ist auch hübsch. Ja, da werde ich auf jeden Fall mal reinblättern und werde euch dann genaueres zu mitteilen. Ja, dann, das muss ich euch ja auch zeigen. Da war ich ja wirklich zu Tränen gerührt, als ich das Paket gekriegt habe. Ich hatte nichts bestellt, hat auf einmal hat die Postbotin geklingelt und bringt mir ein Paket. Ist doch gar nichts hierher bestellt, das kann nicht sein. Gucke auf den Absender und dann war mir klar, ja. Ich habe wirklich nichts bestellt. Ich habe von der lieben Anke von der kleinen Wallbox ein Paket bekommen. Wir haben auch schon Anleitungen zusammen gemacht und ich habe auch einen Loop, den ich ihr jetzt nochmal zusenden werde. Den bekommt sie dann halt, kann sie für Messen und so weiter für ihre Stände dann mitnehmen und zeigen. Hatte mit dem passenden Garn, das verkauft sie eben auch. Ja, und sie hat gedacht, sie möchte mir mal eine Freude machen und hat mir ein Riesenpaket geschickt. Ich war so blöd und habe dann diese Knäuel, diesen Namen mal bei Google eingegeben. Und als ich dann den ganzen Betrag zusammengerechnet habe, den dieses Paket alles wert hat, war ich ja noch schockierter. Also da finde ich es eigentlich das, was ich ihr dafür geben möchte, viel zu wenig. Klar, sie hat Einkaufspreise, die sind anders als die Verkaufspreise, aber trotzdem. Hätte ich mir das alles gekauft, wäre das viel Geld gewesen. Sie hat mir diese tolle Wolle geschickt. Das ist jetzt natürlich komplett überbelichtet. Jetzt ganz gut. Das ist kein reines Blau, es ist in Richtung Petrol. Schulana. Kit Paillette. 125 Meter auf 50 Gramm. Ja, also da reichen auch drei Knäuel. Ich habe die in ähnlichen, also auch mit Pailletten. Noch in weiß und die Pailletten sind bunt. Und vielleicht könnte man was Brioche-mäßiges draus machen, aber vielleicht auch nicht, ich weiß es noch nicht. Mal schauen. Davon habe ich, also von anderen habe ich aber nur zwei. Also da müsste ich mir das mal überlegen. Ob das eine Idee wäre. Total weich. Also das besteht ja aus 42% Mohair, 40% Polyester und 18% Seide. Total weich und angenehm und auch nicht so fusselig, wie man das jetzt denkt. Also Mohair ist ja eigentlich immer fusselig, aber das ist jetzt nicht, also es fusselt nicht vom Knäuel ab oder so. Dann ein kleines Strickheft. Oh Gott, diese Beleuchtung ist ja furchtbar. Jetzt bin ich zu dunkel, yay. Ich habe gerade meine Schreibtischlampe hier, die jetzt mal regulieren muss, aber es ist jetzt deutlich besser. Von Schulana ein kleines Strickheft. Mit Babyanleitung, da hat sie natürlich gleich an mich gedacht. Das kann man halt auseinanderfalten, also es ist kein so ein normales Heft. Auch sehr goldig. Und das werde ich dann natürlich nächstes Jahr mal in Entschuldigung, in Anspruch nehmen. Ja, und dann war da natürlich nicht nur das, sondern noch ganz viel mehr Wolle. Deswegen sage ich ja, sie ist verrückt, das habe ich auch auf Facebook so geschrieben. Dass ich sie verrückt halte. Und das ist sie eigentlich auch. Also sie ist ein verrücktes Huhn, aber ich bin ja auch ein verrücktes Huhn, also passt das. Also es ist nicht negativ gemeint. Ja, dann hat sie mir noch ein Riesenpaket von Bremont oder Bremont, keine Ahnung. Also ich nehme an, es ist irgendwas Französisches. Es wird in Peru hergestellt.
Aber Bremont klingt irgendwie französisch. Da hat sie mir Camino Alpaca geschickt in vier Farben. Immer eine Unifarbe und ein buntes dazu, ein Color. Also wie gesagt, Camino Alpaca. Farbnummer steht da, 542. Einmal M50 und 6. Ja. Spiegelverkehr lesen ist nicht so einfach. Und dann die beiden noch. Einmal 527. Und dazu noch das bunte 503. Also M sind immer diese Multicolor. Und das ist total weich. Also das besteht zu 60% aus Wolle, 20% Alpaka und 20% Nylon. Kann also tatsächlich theoretisch für Socken verwendet werden. Kann bei 30 Grad gewaschen werden. Und mir ist es für Socken wahrscheinlich aber viel zu schade. Also eher Mütze, würde ich jetzt mal so tendieren. Ja, dann hat sie mir noch vier Knäuel Valentina da reingepackt. Auch vom Bremont. Bremont, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Das ist jetzt echt. Irgendwie. Also Valentina, das könnt ihr euch ja selber zusammenreimen, wie man das schreibt. Diese vier. Das ist kein normales Blau. Das ist ein, naja, ein Türkis ist es, also ist ein dunkles Türkis. Hat auf jeden Fall einen kleinen Grünstich mit drin. Aber sehr schöne Farben. Die würde ich auch, glaube ich, dann zusammen verstricken. Das hat 60% Alpaka, 40% Wolle. Das ist natürlich Handwäsche. Kann man nicht zu Socken verarbeiten. Und suche ich gerade die Meterzahl. 200 Meter auf 50 Gramm. Also von der Stärke ist es Sockenwolle. Habe ich also 800 Meter von. Ist für ein Tuch, denke ich, ganz schön. Ja, und dann noch diese zwei Knäuel. Arona? Verona? Das ist schwer zu lesen. Das V konnte ich gerade irgendwie gar nicht erkennen. Verona, auch von Bremont. 50% Alpaka, 25% Seide und 25% Leinen. Durch das Leinen ist es ein bisschen griffiger, aber immer noch weich. Also es ist schon fast in. Also kriegt eine sehr glatte Note. Irgendwie. Das kann man gar nicht so wirklich beschreiben. Das muss man selber mal angefasst haben. Ja, da habe ich zwei Knäuel von. 125 Meter pro Knäuel. Also 250 Meter zusammen. Das würde ich, glaube ich, eher als Akzent irgendwo für, glaube ich, verwenden. Oder für Arm- oder Beinstulpen. Dafür würde es auch reichen. Eher für Arm als für Bein. Ja, Kiste leer. Und dann hatte ich noch Post, die habe ich schon Ewigkeiten und habe sie echt unterschlagen. Die lag noch bei meinen Eltern. Vier Tüten. Die ich jetzt auch gleich. Also ich finde das ja nett, wenn man das alles so einzeln verpackt, aber ich finde das für die Umwelt nicht sehr freundlich. Ist überflüssig, meiner Meinung nach. Weil so viel können die Hermes oder DHL-Fahrer gar nicht rauchen, dass es dann so stark nach Rauch stinken kann. Da muss sein, der Bobbel kaputt, der Bobbelwickler kaputt gewesen sein. Ich habe nämlich zwei vollkommen unterschiedlich hohe Bobbel gekriegt. Ist aber beides die gleiche Lauflänge. 400 Meter. Die Farbe aus. Und das ist 100% Alpaka. Und das sind halt drei verschiedene melierte Garne, die dann halt ineinander übergehen. Die kann man dann halt zusammen verarbeiten. Ist halt ein schön dickes Garn. Und es ist ein bisschen kratzig, erstaunlicherweise. Es ist scheinbar kein sehr feines Alpaka. Also es ist auf jeden Fall kein Baby-Alpaka. Aber mal gucken. Vielleicht wird das auch nach dem Waschen noch weicher. Dann. Also ich wahrscheinlich den Bobbel, sondern dann das fertige Ergebnis. Ja. Und dann sind noch zwei gekommen. Da hatte ich jeweils zwei Stück von bestellt. Und meine Mutter wollte auch jeweils einen haben. Das war, als es noch den ursprünglichen Shop gab. Also das ist jetzt von Kreativköfferchen.
Vorher hieß das dann nicht Bobby Fever. Der hat dann praktisch gesagt, das ist jetzt nochmal so ein Gruppenbobbel, bevor die Gruppe Dannys Bobby Fever eben aufgelöst wird. Das war einmal ein Mädchen und einmal ein Jungbobbel. Das sind die beiden. Sind, glaube ich, ja, beide dreifädig. 1000 Meter. Und wie gesagt, meine Mutter wollte die dann auch einmal haben. Und jetzt habe ich euch tatsächlich alles Handarbeitstechnische gezeigt, was ich euch zeigen wollte. Wenn ich jetzt was vergessen habe, habe ich Pech. Aber dann habe ich ja was für nächste Woche, also wäre jetzt ja auch nicht so schlimm. Ich werde heute mal einen entspannten Tag machen. Also gestern habe ich ein bisschen was getan, das habe ich aber dann auch schon wieder bereut, weil mein Körper sich dann bei mir schon dafür bedankt hat. Also ich habe heute normalerweise, also mein Freund steht immer um 6 auf. Ich drehe mich dann immer nochmal um, weil ich ja eben noch nicht los muss. Auch Uni habe ich immer erst nachmittags am Montag. Und normalerweise drehe ich mich dann halt nochmal um. Er kommt dann nochmal kurz rein, bevor er wegfährt, um kurz nach 7, viertel nach 7. Und dann stehe ich um 8 immer auf. Und heute habe ich mich umgedreht, weitergeschlafen und das erste Mal um 10:30 aufgewacht. Mein Körper, der braucht jetzt einfach die Ruhe. Dementsprechend werde ich heute einfach mal gar nichts tun und mal gucken. Das Wohnzimmer wird ja nicht schlecht. Also stehen hier ein paar Sachen rum, aber das ist ja nicht schlimm. Das kann ich ja auch, ob ich das jetzt heute einräume oder morgen. Sondern dass eben die nächsten 2-3 Wochen dann alles weg ist, bin ich dann glücklich. Ja. Und dann war ich in der Stadt am Montag. Also in Göttingen. Das ist bei mir immer in der Stadt, weil ich eben vom Dorf zur Nähe von Göttingen komme. Und das hatte ich vor 2 Wochen schon gesehen bei Butlers. Und ich musste es einfach kaufen. Es ging nicht anders. Wenn auf Facebook mit mir befreundet ist, hat das vielleicht auch schon gesehen. So, jetzt muss ich mal noch. So. Ich hab mich bepisst vor Lachen. Wer Mr. Bean kennt, weiß jetzt, warum ich das lustig finde. Es ist eine Weihnachtsmütze von Butlers. Und es ist ein Truthahn, der auf seinen Füßen Weihnachtsmützen hat. Ich finde das so geil. Ich habe mich echt bepisst vor Lachen, das war herrlich. Muss ich vielleicht noch mal ein bisschen in Form bringen, ein bisschen bügeln. Aber wir haben immer von unserem Karnevalsverein Weihnachtsmarkt. Und da habe ich eigentlich immer eine lustige Mütze auf, aber sonst habe ich immer so Echtgeweihe auf. Und ich glaube, ich fände es echt lustig, wenn ich mich da so hinstelle. Ja. Also auf jeden Fall hat man Aufmerksamkeit, wenn man das aufhat. Wollte ich euch mal kurz zeigen. So viel zum Thema Weihnachtsdeko. Mehr habe ich auch noch nicht aufgehängt. Also eigentlich nur das gekauft und das war es dann auch. Ja. Gibt es noch was zu berichten? Eigentlich nicht. Also zu dem Thema Podcaster und was die anderen belehren wollen und so weiter, das habe ich jetzt gesagt, nee, das ist jetzt egal. Da möchte ich nicht weiter drüber sprechen. Es ist wirklich unwichtig. Ich gucke die Leute vielleicht einfach trotzdem weiter, weil sie mich unterhalten. Und solche Sachen, die ich halt nicht so schön finde, überspringe ich dann halt einfach. Wird sowieso jetzt weniger werden. Ich werde weniger Zeit dafür haben. Jetzt dann erstmal die nächsten Monate schon und dann mit der Geburt dann sowieso. Da werde ich dann erstmal wahrscheinlich gar keine Podcasts gucken und total hinterherhängen, aber dann ist es eben so. Ja. Und ansonsten gibt es ja eigentlich nicht viel zu berichten. Ja. Ich habe euch das gezeigt, was ich zeigen wollte. Und ja, ich habe meinen Adventskalender bezahlt, endlich. Ich wollte den bei der Susanne abholen, das mache ich natürlich jetzt auch immer noch. Und habe dann gesagt, ja, ich gebe dir dann das Geld, wenn wir uns sehen. Und dann haben wir es halt einfach immer vergessen. Und sie brauchte jetzt aber mal eine Bestätigung, dass ich es eben auch wirklich nehme. Nicht, dass ich dann spontan am 1. oder am 2. Dezember sage, nee, ich nehme es jetzt doch nicht. Das wäre natürlich ziemlich fies. Dann habe ich das natürlich noch schnell überwiesen, dass es jetzt schon mal bezahlt ist. Und jetzt hole ich es nächste Woche dann eben ab und kann ihn dann pünktlich zum 1.12. noch auspacken. Der Adventskalender ist ziemlich cool. Das kann ich auch jetzt vorher schon verraten. Ich weiß ja nicht, was genau drin ist. Aber es gab halt verschiedene 3- oder 4-fädige. Ich habe den 3-fädigen gekauft. Und man hat da 4.800 Meter insgesamt drin und zwar jeden Tag 1-200 Meter Bobbel. Und das sind halt alles, in dem Sinne nicht Uni-Bobbel, aber kein Farbwechsel in dem Bobbel selber. Aber dafür
über alle gerechnet zusammen dann Farbwechsel. So habe ich das zumindest verstanden. Vielleicht sind das auch nur so Uni, aber dann kann man sie ja trotzdem super kombinieren, wieder mit Mandala-Decke oder sowas. Und ja, dann noch so ein paar Goodies eben mit dabei. Irgendwelche, stand jetzt nicht genau bei, was, vielleicht Maschenmarkierer oder Naschereien oder so. Das werden wir sehen. Und da freue ich mich schon drauf, die auszupacken. Die sind alle in so kleinen Papiertüten verpackt. Und wenn ich die nächste Woche, das werde ich dann so machen, dass ich den eben abhole, bevor ich das Video drehe, dann kann ich euch die eingepackten Tütchen schon mal zeigen. Und das, was dann bei rauskommt, das gibt es dann natürlich erst nach Weihnachten zu sehen, das ist klar. Ich werde heute noch, wenn ich Lust habe, schnell zwei Babymützen stricken. Nicht für mich, sondern für die Nichte meines Freundes. Die hat halt eben Puppen und ihre Mama hatte mich angeschrieben, kannst du dafür mal ein Junge und Mädchen mit Mütze stricken. Und das geht natürlich bei der Größe, das ist jetzt 32 cm Kopfumfang, hat die, das ist keine Babyborn oder sowas in der Art. Ja, natürlich. Das geht ja wohl flott, so eine Mütze zu stricken. Da ist man ja fertig, bevor man angefangen hat. Ja, dann werde ich eben eine Jungfarbe und eine Mädchenfarbe mir aussuchen. Und für Mädchen habe ich mir auch schon überlegt, dass ich diesen Pussy Cat Hat mache, also der mit den kleinen Katzenöhrchen dran, weil die auch eine Katze haben und eben in rosa oder pink und dann eben, also man strickt dann eigentlich nur gerade hoch und näht ihn dann oben zu oder mascht eben ab auf links, also mascht mit diesem Three Needle Bindoff, also ja, macht praktisch eine flache Kante oben und dann näht man an den Seiten nur noch die Ohren sozusagen so ein bisschen ab, dass man da eben nichts reinstecken kann, sondern die dann so zusammengedrückte eben so als Katzenohren überbleiben. Und dann eben noch für Jung irgendeine kleine Mütze. Da will ich mir spontan einfach das einfach lassen gestrickt. Das ist ja, das geht schnell. Und jetzt möchte ich euch auch nicht länger hier hinhalten, weil ich weiß jetzt auch nichts mehr zu erzählen. Ich habe noch Wolle vom letzten Mal, was ich euch gezeigt habe, zu wickeln. Ich habe angefangen und dann war mir das zu anstrengend und dann hatte ich es wieder sein lassen. Aber bald habe ich es geschafft und dann ist das Zimmer auch fertig eingerichtet und dann bekommt ihr mal einen Rundumblick über alles, wenn ihr Lust habt. Ach so, mir fällt gerade noch ein. Ich habe einen Kommentar gekriegt von Dieter. Ich weiß jetzt nicht, ob das Dieter persönlich ist, der da schreibt, oder ob das seine Frau ist und ihr habt zusammen einen Account, das weiß ich nicht. Du hattest mir geschrieben, dass du die Bobble, die ich gezeigt habe, diese beiden bunten von Lola von Garnmanufaktur mir abkaufen würdest, weil sie dir gefallen. Die sind auch noch verfügbar. Ich hatte die ja bei Facebook reingestellt, die sind aber noch nicht weg. Ich habe ja 20 € für bezahlt, ich hätte gerne noch 18. Und weil sie eben nicht so gut gewickelt sind, würde ich eben auch nicht den vollen Preis haben wollen. Und wenn du die haben möchtest, dann schreib mir am besten mal eine Mail hier. An die E-Mail-Adresse, die ich jetzt hier mal drunter blende, weil dann können wir besser Kontakt aufnehmen als unter so einem Kommentar. Da möchte ich ja keine Zahlungsdaten oder sowas austauschen. Das ist ja blöd. Ich kann dir dann auch nochmal die beiden Bilder schicken von den beiden Knäulen, dass wir da nicht aneinander vorbeireden. Das waren ja so zwei buntere, die ich da hatte. Und dann würde ich dir die eben nochmal zukommen lassen und dann kannst du mir sagen, ob du die haben möchtest oder nicht. Und ob wir uns da einig werden und ja. Bevor ich jetzt dir das als Kommentar antworte, ist es doch am einfachsten, ich sage es im Video, weil du hast ja, ist dir wie gesagt angeguckt und hast dich ja, dann darauf gemeldet. Also wirst du das hier wahrscheinlich auch sehen. Dann war es das. Achso, natürlich danke ich euch herzlich für die vielen lieben Glückwünsche zur Schwangerschaft. Das vergesse ich irgendwie mal zu sagen, weil es jetzt irgendwie mittlerweile so selbstverständlich ist, das sagt einem jeder. Auch wenn es für einen nichts mehr Besonderes ist, weil es ja eben schon, weil wir es ja eben schon seit ja, 11 Wochen schon wissen. Und damit wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Heute ist ja Freitag. Genießt das Wetter, auch wenn es jetzt wieder kalt werden soll. Kalt ist auch nicht schlecht. Schnee ist eigentlich was Schönes, finde ich. Und wenn ihr nicht rausgehen wollt, dann strickt eben viel oder häkelt viel oder macht auch, stickt viel, klöppelt, keine Ahnung, was ihr macht. Habt einfach eine schöne Zeit. Tschüss!